Gut. Ah, er hat wieder Geld, sehr schön. Ja, so kann man das große Geld machen. Ich muss erst wieder Geld verdienen. Aufgedeckte Affäre. Ein Vasall von mir hat eine Affäre mit meiner Tochter. Dein Ehepartner ist gestorben. Hast du eine? Ja, du hast deine Ehepartnerin, sonst hätte sie dir jetzt einfach verheiratet. Wer hat dich denn gejailt, wenn ich fragen darf? Kann ich die wiederhaben? Offenbar nicht. Das ist natürlich auch eine gewisse Leistung, dass der König von Bayern eine Affäre mit einer Frau hat, die hier in einem Gefängnis hängt. Was ist hier eigentlich los? Transsilvarische. Angreifend gegen König Boris? Mein Vasall greift Bulgarien an, um Dinge zu erobern. Okay. Ich kann sie ja nicht verheiraten, weil sie nicht mehr in meinem Hof ist. Was? Warum 69%? Du bist ein Bischof. Das sollte 0 sein oder 5 von mir aus. Das war der Typ in Sai. Schaut euch diesen Fleck Altruismus an. Perfekt. Perfekt. Die fränkischen Altruisten. Das finde ich gerade sehr unterhaltsam. Eifrige Frohnatur, ist das nicht auch ein... Ah, ich dachte, das wäre ein Gesundheitsbonus. Ich könnte einen Gesundheitsbonus gebrauchen, aber ich habe es eh schon so gut wie geschafft. Verdien mal mehr Geld. Sonst stirbt die noch, bevor ich sie dir verkaufen kann. Bekehr mal, Leute. Das ist jetzt uncool, weil jetzt ist Bulgarien hier sehr hässlich geworden durch diesen Todesfall. Das müssen wir mal reparieren. Das müssen wir mal reparieren. Wir sind nicht geteilt worden. Das interessiert mich doch nicht. Okay, sie waren im selben Hof. Okay. So, meine Tochter hat sich im Gefängnis vom byzantinischen Herrscher von diesem Typen hier irgendwie schwangern lassen. Offenbar war er langweilig. Prachtstufe obskur. Was eingekerkert durch euch? Moment, was? Ah. Warum ist meine Tochter in meinem Kerker? Warum ist sie schwanger? Sollte echt öfter mal seinen eigenen Kerker anschauen. Königreich von Schweden. Warum nicht?
Und ich habe oft mal einen Riesen verheiratet. Ach, habe ich in dem Event war sie drin, okay. Ja, wie gesagt, diese Events. Die sind sich wieder ruhen sich halt so viel. Ja, okay, für 113 kannst du haben. Habe ich jetzt wieder 0 bekommen. Habt ihr es gesehen? Ich habe gerade durch ein Event, wurde mein Waffenstillstand mit dem Byzantiner gerade aufgelöst. Ich könnte instant wieder angreifen. Inzwischen hat er aber tatsächlich Truppen im Vergleich zu vorher. Wobei er eh mehr hat, als da steht. Aber jetzt werden wir erstmal Prophet. Die Ehepartnerin meines Sohnes ist gestorben. Habe ich das gerade richtig? Offenbar nicht. Tada! Und jetzt können wir arbeiten. Grundkosten 2000. Jetzt haben wir richtig viel Zeit. Viel Spielraum, um Dinge zu ändern. Es ist halt die Frage, was man verändern will. Ich meine, man kann alles verändern, man kann fast gar nichts verändern. Ich meine, Astrologie muss weg, weil ganz ehrlich, Flottentempo, who cares. Christlicher Synkretismus ist eine ganz gute Geschichte, weil wir relativ viele Christen haben. Ist natürlich ein bisschen Weichei. Was sehr interessant wäre, ist Kriegslust, dann können wir nämlich große Kriege machen, also Kreuzzüge sozusagen. Das gibt halt, ist halt das Problem, es sind halt so viele Sachen und man kennt sie halt auch noch nicht so alle auswendig. Viele davon sind eigentlich relativ unspannend und haben hauptsächlich irgendwelche Tugenden, die sie mitmachen. Manchmal sind auch interessantere Boni drin, man hat zum Beispiel Lüstern zur Tugend und dann mehr Fruchtbarkeit. Hier kann man Kehrungswiderstand, das ist eine ganz andere Geschichte, da hat man in einigen Gebieten einen Vorteil zum Kämpfen oder eigentlich weniger Zermürbung, das ist ein Toros, ganz coole Geschichte. Bekehrungstempo, da geht es zusammen mit Kultur. Titelverleih verringert die Anspannung. Ding. Bei Hedonismus ist unersättlich eine Tugend und maßvoll eine Sünde. Man hat mehr Anspannungslust, was nicht schlecht ist. Sehr cool finde ich auch heilige Lügen, wo ein hinterlistig eine Tugend ist. Finde ich auch sehr cool. Himmelsbeschattungen ist eine ganz nette Sache. Warum auch immer das eine Krankheitswiderstand ist, wahrscheinlich, weil die Leute ja nicht schlecht begraben werden. Man kann nur eine Religion synkretisieren, auch sehr interessant. Herrscher mit hohem Bildung können sündhafte Vasallen verdammen. Verdammte Vasallen werden als Verbrecher betrachtet, was durchaus nützlich sein kann. Wenn man sündhaften Vasallen dann da auch Titel entziehen kann, zum Beispiel. Kann ich damit eigentlich Vasallen fremden Glaubens verdammen? Und was heißt hohe Bildung? Das sind also Sachen, da kennt man sich, müsste man sich ein bisschen besser auskennen. Kannst du was reinnehmen, um die Sophienkirche zu nutzen? Ich kann meines Wissens nach nicht die heiligen Stätten ändern. Rheinland schief und das müsste sich ändern. Menschenopfer in Richtungen für Frömmigkeit kann sehr nützlich sein, um Frömmigkeit zu farmen. Führungsüberfall, Kriegsgrund kann auch hilfreich sein. Pazifismus gibt es natürlich auf keinen Fall. Kosten von Gesetzen. Ja, das ist glaube ich nicht so spannend. Reinkarnation. Auch nicht so spannend. Ritualfeste Meinung Vasall ist tatsächlich nicht verkehrt. Rituelle Gastfreundschaft. Ritueller Kannibalismus natürlich. Macht Kannibale zu einer Tugend. Natürlich eine eher seltene Geschichte, dass man es ausnutzen kann. Schutzsteuer der Ungläubigen ist auch nicht uninteressant, gell? Unaufhaltsamer Glaube kriegt man einen Vorteil, also das ist auch nicht verkehrt. Also Kampfgeschick und vor allem dieser Vorteil in Schlachten gegen alle Gegner des Glaubens. Und man kriegt Kleriker als Champions, auch immer lustig.
Wunderwirker, Wanderprediger, macht Maß. Von dann sind wir es eh schon durch. Was wollen wir denn als nächstes? Meine Ahnenverehrung ist tatsächlich eigentlich nicht mal schlecht. Kriegt man ein bisschen Prestige. Wir können doch Menschenopfer machen, aus Spaß und der Freude, oder? Klingt doch nicht schlecht. Hier will ich eine Laienpriester und ich will ein weltliches Oberhaupt, Glaubensoberhaupt. Weil dann sollte ich Glaubensoberhaupt sein können. Wir können natürlich auch ein klerikales Glaubensoberhaupt haben. Was ist da eigentlich nochmal? Dann haben wir halt sowas wie den Papst, den wir auch um Geld anbetteln können, was halt hilfreich sein kann. Aber ist halt wieder eine Person, die man mögen können kann oder nicht. Weltlich, weltlich, sagen die Leute, dann machen wir weltlich. Kostet jetzt alles sauf. Ach, stell mal vor, das ohne Prophet ist halt eigentlich praktisch unmöglich. Unmöglich natürlich auch nicht, aber es ist halt schon krass, was man da alles zusammentun kann. Vielen Dank an Gaucho. Hier könnte man sich überlegen, ob man nicht auf Monogam gehen will, weil die Konkubinen immer das Problem haben, dass man dadurch halt zu viele Kinder kriegt. Scheidung wird einfach erlaubt und gut ist. Bastard kann man eigentlich so lassen. Enge Verwandte. Machen wir unbeschränkte Ehen. Ja, ist mir zu teuer, ehrlich gesagt. Gleichgeschlechtliche Beziehungen werden akzeptiert. Wir sind nicht so. Wir akzeptieren noch Perversionen. Jetzt wird es langsam eng. Ich hätte sehr gerne akzeptierten Verwandtenmord, ehrlich gesagt. Ich glaube, dann passt es so. Akzeptierte Ehebrüche, alles akzeptiert. Wir sind eine sehr akzeptierende Religion. Das passt mir eigentlich. Da will ich eigentlich nichts unbedingt ändern hier unten. Da haben wir ja über alles eigentlich so ziemlich ein bisschen geredet. Ist doch alles ganz nett. Da könnte ich mir sogar noch gar nicht leisten, nur Frauen. Aber ich würde sagen, wir machen beides. Eine sehr liberale Region, die Kreuzzüge führt und andere Leute opfert, aber ansonsten sind wir sehr liberal. So, wer will denn nicht konvertieren? Minus 10. Meinung minus 11. Das heißt, wenn ich dir jetzt ein Geschenk schicke, das die Meinung um 11 wiederholt, könntet ihr eventuell mitmachen. Vor allem konvertierst du nicht gesamt minus 15. Das ist ein religiöser Eiferer, Dreckskerl. Hätte man wahrscheinlich auch eher drauf achten sollen, als man Leute besetzt, dass man keine religiösen Eifer nimmt, weil die eben nicht so einfach konvertieren. Aber wir werden schauen, was passiert. So, jetzt haben wir den uralischen Glauben, den taltoistischen Glauben und jetzt gibt es halt dazu auch noch den altmagiarischen Glauben, heißt es aus irgendwelchen Gründen. Und der taltoistische ist praktisch der neue. Und genau. Heilige Städten, wir haben Pest. Genau. Was ist jetzt mit dieser Stätte hier? Du wirst nicht vom richtigen Glauben gehalten. Ich fände es irgendwie sehr schön, wenn das instant wäre, diese Bekehrungen. Endlich habe ich es geschafft, alle wichtigen Schamanen der Welt zu versammeln. Nun können wir unsere Glaubensgrundsätze sprechen. Meine offizielle Doktrin festlegen, die unseren Glauben in die Zukunft füllen. Wahrscheinlich versteht ihr mich gerade gar nicht mit dieser unendlich lauten Musik.
Jetzt sprechen entflammte Schamanen darüber, große Religionskriege zu entsenden, die ihren neuen Glauben in die Welt hinaustragen, sondern sie behaupten, dass man wahre Hingabe nur darauf beweisen kann, dass man dem höchsten Gott Menschenopfer darbietet. Ich habe mich entschlossen, diese aufstrebende taltoistische Bewegung persönlich anzuführen, so den Titel Obertaltus angenommen. Diese erhabene Posten werde ich meinen Nachfahren weitergeben. Jetzt haben wir einen zusätzlichen Postentitel, der offenbar nicht hier angezeigt wird. Aber das ist natürlich nicht wichtig. Wichtig ist, dass er wahrscheinlich hier angezeigt wird. Genau. Und damit sollten wir jetzt theoretisch was irgendwie in der Lage sein. Wie beginnt man denn große heilige Kriege? Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Mal herausfinden. Ein von Frauen dominiertes Reich, klar, du musst eigentlich nur, also kann man immer machen, aber es gibt auch hier, das ist nicht mehr da, ist eine der als interessant markierten Startpositionen hier unten, ist eine Frau, mit der man ein frauendominiertes Reich bauen kann, relativ einfach, von Spielbeginn sozusagen, kommt dann auch ein Event, mit dem man das organisieren kann. Okay, was wir jetzt auch haben sollten, sind heilige Kriege. Also die hatten wir vorher nicht. Vorher hatten wir nur unsere normalen Kriege. Wir haben jetzt einen Entführungsüberfall. Und zusätzlich haben wir jetzt die sogenannten Religionskriege, in unserem Fall sogar um Königsreich, weil wir ein Tugendheld sind und können uns da auch ein gesamtes Königreich von Byzanz schnappen. Zum Beispiel Bulgarien. Eigentlich habe ich nicht genügend Pietät dafür. Verdammt. Dann... Das ist historisch veranlagt, meines Wissens nach, aber ich kenne die afrikanische Geschichte nicht so gut. Antworte du mal bitte auf meine Bekehrungsgeschichte. Oh, sehr schön, sind sogar einfach so gefolgt. Perfekt. Dann müssten wir jetzt eine zweite heilige Stätte besitzen. Aufgebot, Verstärkungsrate, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Denn was wir aktuell nicht könnten, denke ich, wir brauchen... Ah ne, ich brauche doch keine. Ist ja das Glaubensoberhaupt? Ah, ich kann gar nicht eine neue Religion gründen, weil ich das Glaubensoberhaupt bin. Sehr schön. Genau, die Religionskriegsgründe sind nur gegen direkte Nachbarn. Oh, man könnte einfach mal das gesamte Ostfrankenreich erobern. Kann man halt nur, also Königreich geht nur einmal im Leben. Herzogtum ist dann wieder unbegrenzt. Und genau. Entführungs. Haben wir eigentlich Leute im Gefängnis, die gerade hinrichten brauchen? Altmogiarisch, welche ich jetzt hinrichte. Ein Akt der Tyrannei. Ach, ich kann ja eh niemanden. Also, ich, hinrichten ist eh nutzlos, weil ich. Leider immer noch gerecht bin. Dann konvertieren wir einfach ein paar Leute. Die Royal Edition von Crusader Kings 3 hat den großen Vorteil, dass der Expansion Pass drin ist. Mit 3 DLCs, von denen die 2 kleinen 8 Euro jeweils kosten werden und der große 30. Also, wenn du vorhast, DLCs zu kaufen, lohnt sich die Royal Edition definitiv. Weil dann sparst du entsprechend die DLCs.
Wir verbreiten den Taltoismus in die ganze Welt. Hand of Blood hat Crusader Kings gespielt. Das ist echt ein schlechtes Zeichen für die Welt, dass jetzt offenbar Paradox-Spiele Mainstream-tauglich sind. Von Pete's Meat Gang hat es ja auch einer gespielt, ich weiß jetzt aber nicht mehr welcher das war. Aber er hatte nicht viel Ahnung. Hat natürlich trotzdem unendlich viel mehr Zuschauer als jeder andere, der Ahnung hat, aber so funktioniert das Ganze halt nicht. Warum zweimal im Leben? Wo muss ich da hinklicken? Ich finde das Mount & Blade nur begrenzt vergleichsweise mit Crusader Kings, aber Mount & Blade ist ja auch kein Paradox entwickeltes Spiel. Übrigens, hallo Nickname Mai. Lange nicht mehr gesehen, bilde ich mir ein. Gut, dann. Ja. Und jetzt ist die große Frage. Wenn man tatsächlich bald irgendwann mal die Motten erforscht, irgendwann wirst du dann auch mal einen traurigen Tod sterben. Dann stirbt der auch relativ bald und du hast tatsächlich drei Enkel. Immerhin einer ein bisschen was kann. Also was da ja kein Genie gekriegt hat. Ja, ja, lass einfach alle frei. Ja, jetzt könnte ich eben, wie gesagt, hier diesen kürzlich aufgehobenen. Achso, ich habe nicht genügend Pietät, haben wir ja gesagt. Kann ich ja schon wieder auf Pilgerreise gehen? 1917 erst. Das heißt, ich könnte jetzt meine Armee nehmen und in Ostfranken ein bisschen auf Plündertour gehen. Mit Königsgewand und Krone, ihr seht das nur nicht. Nein, hocke ich natürlich nicht. Ja, Mörp hat ja, glaube ich, auch Kettenhemd und sowas auf, aber das ist halt überhaupt nicht meins. Ich finde Webcam-Streams einfach unheimlich unnötig, aber es sei natürlich jedem gegönnt, der Freude daran hat. Und die Zahlen sprechen ja durchaus gegen mich, von daher, what do I know? Aber das ist okay. Ich kann auch damit leben, wenn mir wenig Leute zuschauen. Ja, also CK3 ist definitiv kein sehr gelungener Launch gewesen. Und ich finde immer noch ein bisschen, dass der Content ein bisschen fehlt, so Event- und Flavor-technisch. Aber es ist halt, es gibt keine größeren Bugs, es ist wunderbar spielbar. Es haben sehr viele Leute sehr viel Spaß mit. Ich meine, es hat ja auch der Stockpreis, es hat es ja auch gezeigt. Und die Anzahl der Leute, die es gespielt haben, man ist ja der mit Abstand erfolgreichste Launch, den Paradox jemals hatte. Also auch hat sogar Stellaris im Track zurückgelassen praktisch. Hat auch immer noch sehr viele Spieler, wobei es den üblichen Abgang natürlich gemacht hat, aber immer noch sehr viele Leute natürlich. Jetzt hatte ich fast das falsche Königreich geholt. Ne, wir wollen glaube ich Bulgarien.
will eigentlich keine Armee selber anführen. Kann man sich selber eigentlich irgendwie als Armeeanführer deaktivieren? Ja, es ist tatsächlich auch eine Sache, die ich ehrlich gesagt schade finde, dass es offenbar vermarktungstechnisch ein großer Erfolg ist. Weil ich persönlich sehe ein Problem. Ich persönlich mochte die Vermarktungsvariante überhaupt nicht, weil sie ja dieses Mal. Entschuldigung. Mal einen Moment, jetzt muss ich gerade über meine Belagerungsarmee nachdenken. Aber weil sie dieses Mal ja sehr brutal auf große Content Creator gegangen sind und die Kleinen durften sie erst Montagabend zum ersten Mal zeigen. Das fand ich persönlich als Streamer natürlich sehr nervig. Weil ich es tatsächlich auch als Spieler sehr nervig fand, weil ich da auch halt einfach gefunden hätte, weil ich es nicht spielen hätte können, aber. Dem ich jetzt als Spieler auch genervt, weil ich halt einfach vor Release deutlich weniger hätte sehen können. Aber Erfolg gibt recht, was soll ich sagen. Sie werden daraus offen ziemlich sicher nicht lernen, es in Zukunft anders zu machen. Die Tatsache, dass ich dagegen bin, wird daran nichts ändern. Das finde ich irgendwie auch so nervig, dass diese Erziehungsevents immer so viel Anspannung geben. Hör auf wegzulaufen, ich will euch töten. Den Kopf abgerissen. Nice. Folge. Ja klar, wie gesagt, Paradox geht, das wundert mich jetzt überhaupt nicht, Change. Das Paradox geht halt voll auf große Content, Handvoll große Content Creator, der Rest ist ihnen egal. Und es ist ja schön, dass du mit Henno, ich hoffe, ich spreche nicht aus, wenigstens auch offenbar auch einen Deutschen gefragt haben, der aber offenbar, vielleicht haben sie ihn auch vorher nicht gefragt, aber der offenbar nicht zu den, der halt keinen Preview-Content machen durfte, also vor diesem berüchtigten Montag, was halt auch wieder dazu führt, dass wir halt, also vor Release, vor dem Montag vor Release, gab es ja nicht ein einziges deutsches Gameplay-Video, weil kein deutscher Content-Creator. Und zumindest keiner, der was gemacht hätte, durfte. Ich weiß nicht, ob jetzt Henno auch einer von diesen Content-Creator waren, die ein Sonder-Preview-Abkommen hatten. Weil sie wahrscheinlich eins gekriegt hätten, wenn sie gewollt hätten. Aber die hatten wahrscheinlich Crusader Kings 3 einfach nicht auf dem Schirm als ein erfolgreiches Spiel. Weil es hatte, musste man im Vorherein ja erstmal ahnen, dass das so erfolgreich wird. Die ganze. Und immer wieder habe ich das Problem, dass ich nicht sehe, wo die Provinzen sind und dann auf einmal daneben stehe. Ich meine, ich kenne Henno jetzt nicht. Ich will jetzt über Henno keine Aussage treffen, weil ich einfach nicht weiß, wer es ist, ehrlich gesagt. Aber ich hatte auch allgemein das Gefühl, dass sie nicht wirklich das Bedürfnis hatten. Oh, ich habe so eine Frau gefangen genommen. Die ist wahrscheinlich was wert, oder? Gefangener Erbe, das heißt, eine Frau ist überhaupt nichts wert. Oder ist eine Frau dein Erbe? Nö. Was wollte ich jetzt sagen? Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie ein großes Bedürfnis hatten, die typischen tiefen Paradox-Spiele auszuwählen, die sich halt tief in die Sache involviert sind und sich halt auch mit den anderen Paradox-Spielen schon viele Stunden beschäftigt haben und deswegen halt auch andere Gefühle da, anderes Gefühl für das Spiel haben. Sie wollten
also das ist meine persönliche Vermutung, durch nichts belegt. Ich glaube, sie hat ein bisschen die Befürchtung, dass die Leute von normalem Gameplay abgeschreckt werden, weil halt doch ab und zu auch über weite Strecken nicht viel passiert. Und deswegen wollten sie ganz bewusst Content Creator haben, die halt mit Gimmicks arbeiten. Muss halt, böse gesagt, weniger ums Gameplay geht und mehr um Witze, Scherze, Aufwand im Editing. Ich meine, die haben ja auch, die meisten, die ich gesehen habe, war ja auch der Content Creator im Kostüm zu sehen. Also mehr halt so Gimmicks drumherum und weniger Gameplay-Fokus. Und meine Vermutung ist, dass sie einfach ein bisschen Angst hatten, dass die Leute, wenn sie einfach nur Gameplay sehen, das Gefühl haben, dass es langweilig ist. Und dass sie genau aus diesem Grund beschlossen haben, sie wollen bewusst Content Creator mit Unterhaltungsgimmicks, welche auch immer das sind, mit zusammengeschnittenen Videos. Es gab ja nur zusammengeschnittene Videos. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie verlangt war oder ob das einfach daher kam, dass sie irgendwie nur 30 Minuten oder was zeigen durften. Weil es kam ja auch von jedem nur ein Video. Da kam ja keine einzige Reihe, sondern es kam ein Video und die war halt irgendwie zusammengeschnitten. Und das ist meine Vermutung, dass sie halt einfach dadurch gehofft haben, dass dadurch ein Bild und einem deutlich bewegteren Gameplay entsteht, als es halt einfach ist, und dass sie damit einfach mehr Leute, ganz böse gesagt, fangen wollten. Oder noch böser formuliert, täuschen wollten. Das ist meine Vermutung, warum diese Marketingstrategie für Crusader Kings 3 gewählt wurde. Und nachdem es offenbar funktioniert hat, könnt ihr wahrscheinlich davon ausgehen, dass es in Zukunft so bleibt. Ich finde es schade, aber ändern kann ich es auch nicht. Das ist mal ein Protzenland. Lustigerweise habe ich nur die hier direkt, und bei dem anderen, was ist mit denen? Die bleiben irgendwie beim jeweiligen Herzogtum, und aus irgendeinem Grund habe ich das hier direkt erobert, warum auch immer. Das ist alles eine Grafschaft, oder wie? Philopolis. Okay, wahrscheinlich hat die irgendwie der Basileus selbst gehalten, und deswegen wurde das jetzt irgendwie so gemacht. Das heißt, was wir jetzt wieder machen ist, wir klicken diese Grafschaften an. Wenn ich sie treffe irgendwann mal, geben an. Ich sollte zwar. Stimmt, ich sollte eigentlich jetzt nach. Achso, ich schaue trotzdem nach Taltoisten. Okay, passt ja alles. Weil die sind jetzt. Ja, Taltoismus hat sich ja geändert. Die anderen heißen jetzt Alt-Dings. Dachte schon, ich würde jetzt aus Versehen Leute mit der alten Religion Titel geben, aber ist ja glücklicherweise nicht der Fall. Gut, dann. Du hast mich lieb, das ist doch schön. Komm her, lass dir einen Titel schaffen. Den gab es offenbar vorher gar nicht. Definitiv nicht Byzantion. Wer bin ich denn? Muss man ein bisschen aufpassen mit den Klicks. Inzwischen haben wir 18 Kontrolle und erhalten jetzt schon 0,49 Steuer in Byzantion, also in Konstantinopel. In Havish kriegen wir noch mehr, aber wir kriegen hier halt diese 0,49 bei 18%. Das sind minus 82%. Da kriegen wir das hier schon. Kriegen also am Ende das Fünffache raus. Byzantion ist schon eine starke Geschichte. Ja. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass Paradox jetzt auch irgendwie so ein bisschen an dem Peak ist. Und dass es jetzt so erfolgreich ist, jetzt so einen kleinen Downward-Turn macht. Aber wir werden sehen. Tja.
merken ja gerade bei Paradox-Spielen gibt es halt auch extrem viele Level an, was man vom Spiel weiß und nicht. Ich meine, man kann zum Beispiel problemlos hunderte von Stunden in diesem Spiel erhalten, ohne zu verstehen, was de jure trifft ist. Bin mir auch nicht sicher, ob de jure trifft eigentlich irgendwie erklärt ist. De jure. Jetzt müsste man auch wissen, wie das im Deutschen heißt, weil es das heißt im Deutschen wahrscheinlich nicht trifft. Aber es gibt offenbar auch nichts anderes in der Dings mit de jure Hauptsitz Anpassung. Das wird sein. Genau, de jure Anpassung ist es im Deutschen. Bei diesem langsamen Prozess kann er de jure Lehnsherr einen Titel wechseln. Jetzt kann er auf natürlichen Wegen stehen, weil ein Herzog oder ein Königreich vollständig von einem Herrscher kontrolliert wird, der nicht den Titel des de jure Lehnsherr trägt. Das geht auch mit Königreichen. Ah ja, das wusste ich jetzt selber auch nicht. Das heißt aber auch, dass... Weil das jetzt auch wieder so eine Sache ist, wo mal interessant wäre, ob das ein Bug ist oder nicht. Weil das Königreich von Bayern erfährt jetzt keinen de jure trifft. Zu mir. Besitze ich den gesamten de jure Gebiet von Bayern? Was ist jetzt diese Grenze hier drin? Also es ist die Grenze von mir. Also ich besitze nicht das gesamte de jure Gebiet von Bayern. Bayern hat die Küstenprovinz, ernsthaft? Krass. Okay, dann probieren wir jetzt mal was. Speichern an dieser Stelle. Was bedeutet eigentlich de jure? Das ist wahrscheinlich auch eine Sache, wo ich viele Leute nicht wissen. Es gibt de jure und real Sulla. Wenn ich zum Beispiel hier draufklicke, siehst du jetzt hier Bayern. Alles, was hier grau ist, ist de jure Bayern. Und wenn ich zum Beispiel hier hingehe, zu dieser Grafschaft gehe, diese Grafschaft Ravensburg gehört zum... wo gehört sie denn überhaupt hin? Ist die unabhängig? Die ist sogar unabhängig, okay. Sie ist unabhängig, sie könnte aber auch zum Ostfrankenreich gehören, obwohl der König von Bayern zu mir gehört. Diese Grafschaft gehört de jure zum Königreich Bayern, denn jeder Titel im Spiel, oder die meisten, oder normale Titel im Spiel, haben ein de jure Gebiet, das ihnen in Anführungsstrichen historisch gehört. Das ist das, was hier in diesem Kartenmodus grau ist. Gleichzeitig gibt es aber den Nicht-de-Jure-Fall. Das ist jetzt Bayern Nicht-de-Jure. Das ist das, was dem Königreich von Bayern gehört. Das ist ein reales Gebiet. Und das ist eben der Unterschied zwischen de-Jure und Nicht-de-Jure. Also man sieht jetzt hier, Bayern, das echte Bayern ist dieser weiße Strich. Und das de-Jure-Bayern ist das, was grau ist. Offenbar fehlt ja hier was. Warum sagst du mich, dass du Pass auch nicht hast? Das freut mich, Sulla. Warum kann ich dir Pass auch nicht geben? So, was ich jetzt eigentlich wissen wollte, ich wollte jetzt hergehen und das jetzt cheaten, deswegen habe ich gespeichert, damit wir es rückgängig machen können. Wir machen jetzt den Debug-Mode an, das ist auch ein Grund, warum ich nicht Iron Man spiele, nicht sowas probieren kann. War das 1 zu 1 auch schon so ein CK2? Ja, es gab auch schon CK2 die Jure. Aber ich glaube, in CK2 haben es auch schon sehr viele nicht verstanden. Also wir cheaten jetzt praktisch diese zwei Grafschaften durch den Debug-Mode. Damit gehört das gesamte de jure Königreich Bayern uns. Jetzt geben wir dem König von Bayern noch diese beiden Titel. Warum kann ich die jetzt Ravensburg nicht geben? Ach, weil ich es Ravensburg selber halte. Ich will es eigentlich dem Königreich von Bayern geben.
So. Und das Königreich von Bayern hat jetzt aber trotzdem keinen de jure trifft. Und das ist jetzt eben dieser de jure trifft, Sulla. Und zwar, wir haben das Großreich Karpaten. Das ist unser Kaiserreich de jure. In echt besitzen wir aber zusätzlich noch das Königreich Bayern, das da direkt angrenzt an unser Kaiserreich. Und es gibt jetzt den de jure trifft. De jure trifft heißt, weil ich Bayern komplett besitze, kann es ganz langsam mit der Zeit seinen de jure Stand ändern. Aktuell gehört es de jure zum Kaiserreich Germanien. Aber weil ich der Kaiser von Karpaten bin und nicht der Kaiser von Germanien und Bayern komplett besitze, sollte das Königreich Bayern langsam aber sicher ins Karpatenreich driften. Und dann ist das Königreich Bayern Teil des de jure Reichs Karpaten, dann wäre das hier, dieser Bildschirm würde dann, also dieser Karpaten würde dann hier weiter rausgehen. Und das Problem, also ich glaube, dass de jure trifft, ändert sich irgendwie nur zum Jahreswechsel. Gebt mir ein Jahr, ist mir doch egal. Aber du hast immer noch keinen de jure. Ah, doch, sehr schön. Und da kann man sich das am schönsten anschauen. Und zwar Titel eingliedern. Das kann diesen de jure trifft beschleunigen. Und jetzt sehen wir hier monatlicher Fortschritt 3.12, wenn der Kanzler drin wäre. Dann wäre in 64 Jahren Bayern Teil des Karpatischen Kaiserreichs. Ist eine sehr, sehr langsame Geschichte. Aber kann interessant sein. Man muss das nicht mit dem, Ratskanzler machen, Alisha Sammer. Man kann es mit ihm beschleunigen. Und du siehst jetzt hier, ich habe passive Eingliederung Basis 1, andere Quellen. Ist jetzt die Frage, kann ich... Ah, ich kann diesen Tooltip nicht festmachen. Ah, das nervt mich jetzt. Jetzt kann ich leider nicht rausfinden, was andere Quellen ist. Das finde ich jetzt gerade sehr schrecklich. Also du siehst jetzt hier, der Kanzler ist tatsächlich hier nur 0,5, aber der ist gerade mal ein Sechstel von unserem Fortschritt ungefähr. Jetzt die Frage, ist das ein guter Kanzler? Ne, ein besserer Kanzler würde mehr bringen. Ich habe nur keinen besseren. Genau, die Tiers Freimann sagt auch, die Jure gibt es auch in niedrigen Rängen. Es gibt es für Königreiche und für Herzogtümer. Für Grafschaften passiert es meines Wissens nach nicht. Und ich glaube, dass da mir auch die Enzyklopädie recht gibt. Übrigens auch lustig. Ohne Bindestrich. Mit Bindestrich. Konsistenz. Herzogtum oder Königreich, genau. Also es passiert nicht für Grafschaften, aber Herzog und Königreich kann es eben passieren. Wenn Bayern zur Karpaten gehört, verliert dann Deutschland den Anspruch drauf. Ja, aber sie haben auch keinen drauf. Also sie hätten auch so keinen, aber wenn sie irgendeine Fähigkeit hätten, die sagt, sie kriegen Anspruch auf ihr de jure Reich, würden sie ihn verlieren, weil es dann praktisch nicht mehr Teil des Germanischen Kaiserreichs wäre. Was es übrigens auch einfacher machen würde, das Germanische Kaiserreich zu gründen, weil dann das Kaiserreich kleiner ist und dann muss man weniger besitzen, soweit ich weiß. Jetzt mit den Jure-Ansprüchen weiß ich gerade gar nicht, wann man die kriegt. Also ich habe mich schon mal gewundert, warum man die teilweise nicht hat, aber man kriegt sie nicht automatisch. Zum Beispiel besitze ich irgendwas von Karpaten nicht. Aber wir können ja eigentlich uns Bulgarien hier anschauen. Der hat Teile vom Kaiserreich Karpaten. Aber ich habe keinen Kriegsgrund deswegen. Ich habe Religionskriegsgründe. Ich habe eine Entführung. Ich habe das hier einfach, weil ich... Moment. Den habe ich einfach so auf alle seine Herzogtümer. Genau. Aber ich habe jetzt keinen de jure Anspruchskriegsgrund. Wobei das lustigerweise was von de jure steht. Achso, nee, es ist nur die Erklärung, was ein Herzogtum ist. Okay. Hätte mich jetzt irgendwie auch gewundert. Genau. Sonst noch irgendwelche Fragen, die wir zu diesem Thema klären können. Aber hier war auch wieder eine sehr interessante Mechanik in dem Spiel.
Wo es mich echt nicht wundern würde, wenn das viele Leute überhaupt nicht wahrnehmen. Wie ist denn das mit dem Herzogtum von Slavonien? Erfährt keine de jure Anpassung auf Hochkönigreich von Karpaten. Das ist nämlich so eine Sache. Wir kriegen jetzt diesen de jure Drift von Bayern, kriegen wir, weil das Kaiserreich von Germanien nie existiert hat. Deswegen kriegen wir diesen de jure Drift. Wir kriegen jetzt den de jure Drift von Slavonien, kriegen wir nicht. Und es wird leider nirgendwo erklärt, weil es den Titel dazu... Okay, es gibt ihn doch nicht. Wäre es interessant, ob es den mal gegeben hat. Das ist eine Sache, die die Archaic rausgefunden hat. Und wenn es einen Titel mal gegeben hat, gibt es keinen de jure Drift. Auch wenn er zerstört wurde, irgendwann mal, ist der de jure Drift aus irgendeinem Grund deaktiviert. Kann ich das irgendwie rausfinden? Es gibt doch sowas ähnliches wie eine Titelgeschichte, oder? Titeltreue. Titel umbenennen. Gibt es keine Geschichte zu Titeln? Ah doch, Titelgeschichte. Ich wusste, dass es irgendwo gibt. Man muss nur lang genug suchen. Titelgeschichte. Okay, also das Königreich von Kroatien gab es nie. Dann bin ich verwundert, dass Slavonien nicht driftet. Fürstentum von Somogy gehört zum Großfürstentum Ungarn. Warum driftet Slavonien? Nicht nach Ungarn. Gibt es den de jure Anpassung nur auf meinen höchsten Titel? Also weil ich Kaiser bin, gibt es keinen de jure Drift auf Königreiche? So wirkt es nämlich gerade, weil es steht hier keine de jure Anpassung auf Hochkönigreich von Karpaten. Also das, wie finde ich das denn am ehesten raus? Kann ich meinen Kaisertitel vernichten? Euer Haupttitel kann nicht vernichtet werden. Ich nehme Haupttitel machen, oder? Nee. Ich müsste irgendwie meinen Kaisertitel verlieren. Was wir probieren können... Gehört Königreich Kroatien nicht auch dazu? Vielleicht, weil es das Byzanz gibt. Aber es geht jetzt um Slavonien und warum das nicht aus dem Königreich von Kroatien rausgeht. Da sollte das... Weil da ja noch eine Stufe dazwischen ist, sollte jetzt, glaube ich, das Byzantinische Kaiserreich, glaube ich, keinen Unterschied machen. Wir können jetzt mal eine Kleinigkeit ausprobieren. Das würde es gleich sehr brutal ausschauen. Und zwar, ich gebe diesem Herrn hier das Großfürstentum von Ungarn. Und dann machen wir ihn unabhängig. Kann ich ihm gar nicht die Unabhängigkeit gewähren? Ist mein de jure... Ach, ich kann mein de jure Vasall nicht entlassen. Gibt es da eine Möglichkeit, das zu umgehen? Okay, ich kann doch den Charakter wechseln. Ich bräuchte einen unabhängigen König von Ungarn. Ich bin gerade überlegen, wie das am einfachsten möglich wäre. Jetzt bin ich aber einfach mal ganz brutal. Kann ich jetzt das Kaiserreich von Germanien gründen? Werden wir jetzt einfach das... Komm her. Dann werden wir jetzt einfach der Kaiser von Germanien. Ähm,
Dann kann ich dich ja trotzdem nicht lassen, weil du trotzdem mein die Jure-Vasall bist. Aber jetzt kann ich doch das Kaiserreich von... Oh, Karpaten kann ich jetzt vernichten. Hahaha! So, da kann man germanischer Kaiser werden. Und dann kann ich dich in die Unabhängigkeit entlassen, oder? Ist man die Jure-Vasall? Nee, ist er nicht mehr. Ist nicht mein die Jure-Vasall. Warum solltest du mein die Jure-Vasall sein? Ich krieg ihn jetzt einfach nicht unabhängig. Das ist doch der Wahnsinn. Ich will doch nur ein unabhängiges Königs. Königreich Ungarn. Was hast du denn so viel verlangt? Eine andere Ecke bringt mir aber nichts. Ich will ja wissen, ob Slavonien... Es geht mir ja um die Dings Slavonien. Warum Slavonien eben nicht driftet. Mal eine andere Sache. Wenn ich jetzt zu dem Typen wechsle, das reicht ja eigentlich schon. Ah, genau, da ist er. Genau, wunderbar. Also, der de jure Drift existiert nur zum höchsten besessenen Titel. Also dadurch, dass ich der König von Ungarn, aber auch der Kaiserreich von Karpaten war, kann ein Herzogtum nicht in mein Königreich Ungarn driften, weil das Königreich Ungarn, weil der muss ja nicht unabhängig sein, ich weiß ja gar nicht, warum ich umgetan habe, weil die Jure trifft, passiert auch zu nicht unabhängigen Lehnsvasallen, das ist ein sehr wichtiger Faktor. Also zum höchsten Titel, den der Charakter hat, kann es driften. Wenn es passt, aber eben nicht zu einem dazwischen. Also wenn ich König von Ungarn und Kaiser von Karpaten bin, kann kein Herzogtum zu meinem Königreich driften. Wieder was gelernt. Sehr schön. Dann hören wir an dieser Stelle für heute auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben heute sehr sinnvolle Dinge getan, würde ich sagen. Wir haben sehr viel gelernt. Wir haben... Irgendwann schaffe ich es auch noch, das zu laden. Wir sind... Hallo? Ah, danke. Wir sind Obertaltus geworden. Wir haben unsere Religion im größten aller Maßen reformiert. Wir haben uns Konstantinopel erobert. Einfach nur so, weil... warum auch nicht. Und... Genau. Ich würde sagen, wir haben sehr viel getan mit unserem Arpad. Wann bist du eigentlich gestorben? 820... Ne, 888 bist du gestorben. Wir haben ich bin gerade irgendwie unfähig zu wissen, zu merken zu können, ob wir den schon gespielt haben, aber müssen wir eigentlich. Wir spielen jetzt seit 862, 867, seit 46 Jahren. Aber haben wir nicht mit dem angefangen? Irgendwie bin ich jetzt gerade... Ist das nicht, ist das noch unser erster Charakter? Ich bin mir gerade sehr unsicher. Das ist, glaube ich, schon der zweite. Müsste zweite sein. Egal. Aber wir haben mit 46 Jahren einiges erreicht mit Arpad. Wir könnten jetzt an dieser Stelle relativ einfach noch den Rest der Welt erobern. Das Feudalwerden würde noch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, weil man da hier alle Innovationen durchlaufen muss, bevor man dann eben feudal werden darf. Ist aber auch tatsächlich das Einzige, was wir noch brauchten. Okay, wir bräuchten noch die absolute Stammesautorität. Aber das ist eigentlich auch mehr eine Frage der Zeit als irgendwas anderes. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Freude. Servus.